Fallende Kurse, ist das die vielleicht beste Einstiegsmöglichkeit in Zoraya seit langem? Das ist die heutige Frage bzw. der Inhalt des Videos, mit dem ich mich auseinandersetzen werde und euch dabei erklären werde, warum es überhaupt zu diesem Kursfall der Karten kam und warum ich der Meinung bin, dass es jetzt vielleicht ein guter Zeitpunkt ist, um in Zoraya einzusteigen oder eben um in Zoraya Karten nachzulegen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dabei nach dem Intro. Solltest du selbst Lust haben, mit Zoraya anzufangen und dir deine ersten Karten zu kaufen, kannst du dich gerne über den ersten Link in der Beschreibung anmelden, anschließend auf Markt, Auktion neuer Karten gehen und dir über dieses Menü deine ersten 5 Karten kaufen, denn anschließend bekommst du sogar noch eine so eine gelbe Limited-Karte gratis dazu geschenkt. Und ich würde sagen, wir fangen gleich mit den Gründen für den Kursfall der Zoraya-Karten an. Und zwar ist Grund Nummer 1 dafür einfach der Kursfall des Ethereum-Kurses. Denn wie ihr natürlich wisst, ist die Ingame-Währung in Zoraya die Kryptowährung Ethereum. Und nachdem es dabei im letzten Jahr innerhalb von 3 Monaten zu einem Kursfall von $3.500 auf knapp unter $1.000 kam, gab es natürlich sehr, sehr viel Panik im Kryptomarkt und dabei vor allem auch im Zoraya-Markt, da sich eben die Preise am Ethereum-Kurs orientieren. Ich probiere es mal anhand eines Beispiels zu erklären. Ein x-beliebiger Spieler hat damals 0,1 Ethereum bei einem Kurs von $3.500 gekostet. Nachdem der Kurs eben von $3.500 auf knapp unter $1.000 gefallen ist, ist eben auch für viele Manager der Wert der Zoraya-Karte gefallen, da sie sich eben am Ethereum-Kurs orientiert haben. Dabei ist es jetzt jedoch ganz wichtig anzumerken, dass tatsächlich der Preis der Karte nicht so stark im Verhältnis des Ethereum-Kurses gefallen ist, also in dem Fall von 350 auf bis zu $100, sondern lediglich ein wenig gefallen ist, da viele Manager sich ab jetzt versucht haben, eher am Dollar-/Euro-Kurs zu orientieren, um eben somit den Wert der Karte weiter oben zu halten. Das hat anfangs bei den teureren Karten, wie beispielsweise bei einem Kylian Mbappé, sogar sehr, sehr gut funktioniert, jedoch bei den durchschnittlichen bis günstigeren Karten eher weniger. Diese Karten haben stattdessen teils wirklich einen starken Preisfall erleiden müssen. Ein weiterer potenzieller Grund für den Preisfall der Karten bzw. der Spieler sind die neuen Turniere, in denen man die Thresholds sammeln kann. Diese Turniere wurden zwar erst zuletzt eingeführt, es wurde jedoch schnell klar, dass es ab jetzt viel schwerer ist, die Thresholds, also die $50, zu gewinnen. Und so ist es auch, es gab und gibt viel weniger User, die es nämlich wirklich geschafft haben, diese Thresholds bzw. die 250-Punkte-Marke zu knacken, um eben die $50 zu gewinnen. Dabei ist natürlich auch noch ebenfalls anzumerken, dass der kleine Threshold ganz rausgenommen wurde, also die 205-Punkte-Marke, um eben die $25 zu gewinnen. Und infolgedessen gab es natürlich viel weniger Manager, die regelmäßig diese Thresholds gewonnen haben und somit liquides Ethereum in ihrer Galerie rumliegen hatten, beziehungsweise auf ihrem Account, um regelmäßig neue Spieler zu kaufen und um somit die Preise der Karten oben zu halten. Natürlich gibt es auch noch weitere Gründe für den ursprünglichen Preisfall, wie beispielsweise den Supply in den Turnieren und auf dem Auktionsmarkt und. Aber ich wollte mich primär jetzt wirklich auf die Hauptgründe meines Erachtens nach für den ursprünglichen Preisfall beziehen. Doch bevor man jetzt Angst hat vor einem weiteren Preisfall der Spieler bzw. der Karten, bin ich vielleicht sogar eher der Meinung, dass jetzt ein Zeitpunkt gekommen sein könnte, in dem es sich wirklich lohnt, neu in Zoraya einzusteigen oder eben in Zoraya nachzuinvestieren. Und natürlich gibt es dafür ebenfalls wieder Gründe, die ich euch jetzt nennen werde. Und Grund Nummer 1 dafür ist das gestrige erschienene Update, welches es einem jetzt ermöglicht, in den All-Star-Turnieren zusätzlich Ethereum zu gewinnen. Und dabei kann man in Limited All-Star ab Platz 300 €10 oder eben mehr dazu gewinnen, in Rare All-Star ab Platz 100 €100 oder eben sogar mehr Ethereum dazu gewinnen und in den anderen Seltenheitsstufen wie Super Rare oder Unique gilt natürlich das Gleiche. Infolgedessen kommt es natürlich wieder zu mehr Ethereum auf den Wallets der einzelnen Usern, wodurch es natürlich wieder zu mehr Transaktionen in Zoraya kommen könnte und eben die Preise der einzelnen Spieler wieder mehr steigen könnten. Darüber hinaus sind derzeit ebenfalls wieder die Kurse im Kryptomarkt, also unter anderem auch bei Ethereum, am Steigen. Doch kommen wir jetzt zur wichtigsten Frage des Videos: Wie sollte ich jetzt am besten agieren? Zoraya basiert eben auf der Kryptowährung Ethereum und ich persönlich sehe deswegen die Kursschwankungen auch immer wie bei einer Kryptowährung an. Und im Endeffekt ist es nie schlau, in einem Tief zu verkaufen, außer du hast irgendwelche Informationen, dass es noch ein tieferes Tief geben wird. Und so sehe ich persönlich es eben auch diesmal. Ich werde meine Karten nicht in diesem Tief verkaufen, außer ich möchte irgendwas intern in meinem Account umswitchen. Stattdessen bleibe ich auf jeden Fall in dem Projekt, denn spätestens durch den letzten Premier League Vertrag meint Zoraya es definitiv ernst und es steckt so viel Zukunft in dem ganzen Projekt.
Darüber hinaus sehe ich die derzeitige Situation vielleicht eher als guten Zeitpunkt zum kompletten Neueinstieg in Zoraia oder vielleicht zum Reinvestieren an. Denn Zoraia bzw. das Team hinter Zoraia nimmt sich eben derzeit die Kritik, die sie auf Social Media zuhauf erfährt, an und ändert Sachen wie beispielsweise diese neuen Ethereum Rewards in den Oyster-Turnieren. Natürlich können die Preise der derzeitigen Karten auch noch weiter sinken, aber das ist im Endeffekt meines Erachtens eine reine Spekulation und ich empfinde dementsprechend den derzeitigen Zeitpunkt als guten Zeitpunkt zum Einstieg. Es könnte dazu kommen, dass die Kurse weiter fallen, es könnte aber auch dazu kommen, dass die Kurse ab jetzt wieder steigen, deswegen sollte jeder von euch selbst nochmal eigene Recherche reinstecken und zu einem eigenen Entschluss kommen, wie ihr am besten jetzt handelt. Nichtsdestotrotz würde mich interessieren, wie ihr jetzt am ehesten in Zoraia vorgeht und ob es eures Erachtens nach noch weitere Gründe für den ursprünglichen Preisfall gab oder Gründe für einen potenziellen Preisanstieg jetzt gibt. Schreibt dazu unbedingt mal eure Meinung in die Kommentare und abonniert auch gerne den Kanal für weitere Videos. Und ich würde sagen, wir sehen uns in meinem nächsten Video. Bis dahin, haut rein und ciao.